Sie abgeholt? 42 im, jetzt war, ich weiß es nicht, der Transport war AAU, ich weiß, dass ich die Nummer AAU 55 hatte, ich weiß nicht, ob es Mai oder Juni war. Das kann man aber nachprüfen. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht selber nachgeprüft. Bis jetzt. Und was durften Sie alles mitnehmen? 50 Kilo pro Person. Die konnte ich damals nicht tragen. Da war ich noch ein bisschen zu klein. Ich habe hauptsächlich meinen Zauberkasten mitgeschleppt. Den habe ich bis Auschwitz mitgeschleppt. Weil ich, das war mein großer Wunsch, den mir die Eltern erfüllt haben. Ich war in einer Zauberschule, ich konnte also Kartentricks. Und ich habe mich begeistert und es hat später vielleicht oder wahrscheinlich mitgeholfen, mein Leben zu retten. Vielleicht reden wir danach drüber. Tja. Wenn Sie erzählen können, wie das war, als Sie in Theresienstadt ankamen? Ich habe sehr wenig Erinnerung. Ich habe sehr wenig Erinnerung. Ich habe Erinnerung an den, an diesen Sommerlager in Prag. Ich merke, wir, oder? Nein. Ich dachte, ein Zeichen, dass die Kassette zu Ende ging. Das Sommerlager, da kann ich mich erinnern, dann auch der Abgang da zum Bahnhof und Fahrt nach Theresienstadt und von Theresienstadt da, nicht von Theresienstadt damals, als wir kamen, war die Bahnstrecke noch nicht bis Theresienstadt ausgebaut. Wir waren da, sind gelandet in einem Dorf und da mussten wir noch zu Fuß gehen. Ich habe aber sehr wenig Erinnerung.